und rufe sodann auf Tagesordnungspunkt 9, Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 8108, mit dem Thema eine Vertretung von Homosexuellen, Bisexuellen, Transsexuellen, Transgender, Intersexuellen und, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, queeren Menschen sowie eine des menschen- und bürgerrechtlichen Bereiches gehört unbedingt in den ZDF-Fernsehrat. Ich eröffne die Aussprache und erteile für die antragstellende Piratenfraktion Herrn Kollegen Schwert das Wort. Bitte schön, Herr Kollege. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf der Tribüne und hinter den Bildschirmen. Wissen Sie, woher die CSD-Veranstaltungen, die jedes Jahr in vielen Städten NRWs abgehalten werden, ihren Namen haben? CSD steht für Christopher Street Day. Die Christopher Street in Manhattan, New York, war im Jahr 1969 Schauplatz der sogenannten Stonewall-Unruhen. Dort kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Queer-Menschen und Polizeibeamten. Anlass war eine Razzia im Szenelokal Stonewall Inn an der Christopher Street. Diese emanzipatorische Auseinandersetzung ist mittlerweile 46 Jahre her. In der Zwischenzeit, fast ein halbes Jahrhundert später, sind wir weitergekommen. Wir sehen Homosexualität, Transsexualität, Transidentität, Intergender, Bisexualität und andere queere Identitäten als selbstverständlichen Teil unserer Gesellschaft an. Diese Errungenschaften sind aber in den letzten Jahren mit aufkeimenden Tendenzen von Homo- und Queerphobie konfrontiert. Daher war es völlig richtig, diesen Bereich in die 16 Lebensbereiche der Bundesländer, die dann jeweils die Vertretungen des in den ZDF-Fernsehrates zu entsenden sind, in den Eckpunkten der geplanten Neuregelung wiederzufinden. Doch seit der Vorlage des Entwurfs des neuen ZDF-Staatsvertrages bestehen begründete Zweifel, ob die ursprünglich angedachte Repräsentation dieser angesprochenen Gruppen auch tatsächlich umgesetzt wird. Fragwürdig ist eine solche Vorgehensweise auch allein schon deshalb, weil die Sendungen des ZDF laut § 5 des ZDF-Staatsvertrages auf ein diskriminierungsfreies Miteinander hinwirken sollen. Im Jahr 2015 fällt darunter nicht nur eine diskriminierungsfreie Berichterstattung, sondern ebenfalls eine Beteiligung im ZDF-Fernsehrat. In den 16 Lebensbereichen, die jeweils einem der 16 Bundesländer zugeordnet worden sind, hat sich offenbar leider kein Bundesland gemeldet, das sich für diesen Bereich zuständig fühlt. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für die Menschen, die sich im Bereich Menschenrechte, Bürgerrechte und auch die digitalen Bürgerrechte einsetzen und engagieren. Diese Lebensbereiche sind ein wichtiger Teil unserer vielfältigen, bunten Lebensgemeinschaft. Der Wandel hin zu einer digitalen Welt muss sich auch im ZDF-Fernsehrat wiederfinden. Wir haben also einerseits eine Vorlage für die Neufassung des ZDF-Staatsvertrages vorliegen, welcher diese drei Lebensbereiche nicht berücksichtigt. Andererseits wurde gestern im Kieler Landtag ein sehr ähnlicher und gemeinsamer Antrag von den Regierungsfraktionen und den Piraten in direkter Abstimmung angenommen. Auch in anderen Landesparlamenten gibt es derzeit ähnliche Initiativen, dieses Manko im ZDF-Staatsvertrag zu beheben. Der Antrag aus Kiel formulierte sehr deutlich, wie man die Sitzverteilung regeln könnte. Als Vorschlag wurde unterbreitet, dass die beiden Kirchen, die momentan jeweils zwei Menschen entsenden, zukünftig eine Stimme haben. Jeweils. Die bisherige Regelung ist überproportional und soll dem gesellschaftlichen Wandel angepasst werden. Unsere Gesellschaft verändert sich und damit auch die Vertretung der Kirchen. Darüber hinaus ist im schleswig-holsteinischen Antrag die Idee enthalten, dass der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V. künftig auf eine eigene Vertretung verzichten könnte. Im Hinblick auf sinkende Absatzzahlen im Print und der steigenden Etablierung der, man könnte schon fast sagen, ehemaligen Printverlage im Digitalgeschäft, ist auch die Relevanz von reinem Print im ZDF-Fernsehrat in Frage zu stellen. Durch diese Umstrukturierung würden unseres Erachtens nach mindestens zwei, womöglich sogar drei Sitze frei, die wir mit den Vertretern von Bereichen Queer, Menschenrechte und Bürgerrechte im digitalen Raum besetzen könnten. Die Idee ist charmant und nicht an die Zuweisung an ein zuständiges Bundesland gekoppelt.
Das, und das möchte ich hier noch mal ganz deutlich betonen, war in Kiel gar kein Problem, Konsens. Daher frage ich mich, wie wir auch in NRW genau diesen Punkt erreichen können. Unsere Zielsetzung ist es, den Vorschlag aus Kiel hier zu diskutieren. Daher haben wir unseren Antrag von der ursprünglich vorgesehenen direkten Abstimmung abgezogen und wollen ihn nun zur Überweisung an den zuständigen Ausschuss überweisen. Wir wollen alle Fraktionen dazu einladen, mit uns darüber zu reden, wie wir die Repräsentation der Gesellschaft im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts im ZDF-Fernsehrat so abbilden, dass eine zeitgemäße, vielfältige, demokratische und lebendige Gesellschaft dargestellt wird. Es eilt. Der Änderungsstaatsvertrag ist schon in der Beratung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schwert. Für die SPD-Fraktion spricht als nächster Redner Herr Kollege Vogt. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, demokratische Kontrolle ist wichtig, und diesmal diskutieren wir diese anhand des ZDF-Staatsvertrags. Das Thema wirkt erst einmal relativ trocken, aber dennoch betrifft es uns alle, die wir Fernsehzuschauer sind. Die öffentlich-rechtlichen Sender werden durch Gremien kontrolliert, die sich aus gesellschaftlich relevanten Gruppen zusammensetzen. So wird bei uns in NRW der WDR durch den Rundfunkrat und den Verwaltungsrat kontrolliert. Diese sollen dafür Sorge tragen, dass die Rundfunkanstalt ihren gesetzlichen Rundfunkauftrag im Interesse der Meinungsbildungsfreiheit wahrnimmt. Ähnliches gilt für das ZDF. Hier sind die Kontrollgremien der Fernsehrat und der Verwaltungsrat. Und der Fernsehrat, über den wir heute sprechen, stellt unter anderem Richtlinien für die Sendung des ZDF auf, wählt den Intendanten und berät ihn bei Programmfragen. Wie gut die demokratische Kontrolle in den Sendeanstalten funktioniert, hängt auch von der Zusammensetzung der genannten Gremien ab. Wie das ZDF organisiert ist, regelt ein Staatsvertrag, und mit diesem Staatsvertrag musste sich das Verfassungsgericht beschäftigen, und dieses kam im März 2014 zu einem Urteil, dass die Regelung zur Zusammensetzung des Fernsehrats in verschiedener Hinsicht gegen Artikel 5 des Grundgesetzes verstoßen sieht. Das Gericht verpflichtete die Länder, bis spätestens zum Juni diesen Jahres eine verfassungsgemäße Neuregelung zu treffen. Diese Neuregelung wird im Länderkreis derzeit verhandelt, und richtig ist, dass sich die Aufsichtsgremien immer wieder neu den gesellschaftlichen Veränderungen und Realitäten anpassen müssen. Wir haben uns hier im Landtag Ende letzten Jahres mit einem ähnlichen Thema und mit ähnlichen Fragestellungen befasst. Hierbei ging es um das Landesmediengesetz, das die Zusammensetzung der Medienkommission, der LFM, regelt. Wir hier in NRW haben ganz im Sinne des ZDF-Staatsvertragsurteils der Medienkommission mehr Transparenz beigemessen und die Zusammensetzung den gesellschaftlichen Gegebenheiten angepasst. Darüber hinaus haben wir verschiedene Maßnahmen gegen die sogenannte Versteinerung des Gremiums eingeführt, die für mehr Durchlässigkeit sorgen. Das Landesmediengesetz ist ein ganzes Stück fortschrittlicher als der derzeitige Verhandlungsstand in Sachen ZDF-Staatsvertrag, der ja zwischen allen Bundesländern verhandelt werden muss. Meine Damen und Herren, hier in NRW werden wir auch die Gremienzusammensetzung des WDR betrachten und den gesellschaftlichen Gegebenheiten anpassen. In den vergangenen 4 Wochen, und da bin ich Frau Ministerin Schwal-Düren sehr dankbar, hat die Landesregierung eine Online-Konsultation geschaltet. Diese wird sehr gut angenommen, und jeder hat hierbei die Möglichkeit, seine Ideen zum neuen WDR-Gesetz einzubringen. Einige der Fragestellungen der Konsultation befassen sich auch genau mit der Thematik, wie der Rundfunk und der Verwaltungsrat zusammengesetzt werden soll. Ganz im Sinne der Vielfaltsicherung und wohl auch im Sinne des Piratenantrags haben wir in der Medienkommission bereits die Landesarbeitsgemeinschaft Lesben NRW und das Schwule Netzwerk NRW aufgenommen. Auch beim WDR-Gesetz werden wir über die mögliche Aufnahme dieser Organisation in den Rundfunkrat beraten. Meine Damen und Herren,
Sie sehen, NRW setzt sich für die Vielfalt in den Gremien ein. Wir wollen auch, dass im ZDF-Fernsehrat eine größere Vielfalt abgebildet wird. Wir freuen uns auf die Diskussion im Ausschuss und stimmen der Überweisung zu. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Vogt. Für die CDU-Fraktion spricht Frau Abgeordnete van Dinter. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Bisher gibt es erst den Entwurf des 17. Staatsvertrages zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge. Dieser befindet sich noch nicht in der parlamentarischen Beratung. Das Bundesverfassungsgericht hat allerdings die Bundesländer angewiesen, den ZDF-Fernsehrat anders und vor allen Dingen staatsferner zu besetzen. Es wird eine gänzlich neue Verteilung der Plätze geben. Und aus dem vorliegenden Entwurf, auf den sich 16 Landesregierungen im Januar geeinigt haben, können wir schon so in ungefähr sehen, worauf sich diese 16 Landesregierungen verständigt haben. Wir werden erst demnächst in das Verfahren eintreten als Landtag. Die CDU-Fraktion wird sich intensiv mit diesem Entwurf auseinandersetzen. Und wir werden uns natürlich dafür einsetzen, dass die Entsendung der Mitglieder, die in unseren Zuständigkeitsbereichen liegen, absolut diskriminierungsfrei vonstatten geht. Und wir sind auch sehr zuversichtlich, dass bei der Besetzung sowohl aus Parteien, aus Institutionen und auch bei den durch die Länder zu entsendenden Menschen Frauen und Männer aus dem Lebensbereich LSBTI vertreten sein werden. Wir freuen uns auf die Diskussion und stimmen der Überweisung zu. Vielen Dank, Frau Kollegin. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Herr Kollege Keimes. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, es ist eine relativ einfache und doch dann sehr vertrackte Sache. Und zwar deshalb, weil der Antrag, den Sie hier vorgelegt haben, ja im Prinzip schon, also sagen wir mal, abgeschrieben ist aus Anträgen, die in Bremen und in Schleswig-Holstein von Rot und Grün bereits gestellt wurden. Wir haben uns dieser Mühe gar nicht unterzogen, und zwar unter folgendem Grund oder hinter folgendem Grund oder aus folgendem Grund. Wir haben nämlich mit der Regierung uns verständigt, und die Regierung, ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches, hat in Aussicht gestellt, dass sie sich in jedem Fall im Länderkreis noch einmal für dieses Ansinnen einsetzen wird, was ich sehr, sehr erfreulich finde, wenn das so wäre. Und dann haben wir gesagt, da es ohnehin ein Prozess ist, der jetzt erst beginnt, es ist ja, glaube ich, nächste Woche die Ministerpräsidentenkonferenz, und dann im Anschluss daran erreicht es überhaupt den Landtag zunächst dann auch erst, wird es also dann unser Thema noch mal sein. Und insofern haben wir auch gerne der Überweisung zugestimmt, also als wir es in der Fraktion besprochen haben, dass wir es tun werden. Und damit können wir die Diskussion doch dann im Ausschuss ja auch noch mal aufnehmen und fortführen. Ich will noch mal darauf hinweisen, dass es ja die Grünen waren, die überhaupt das ganze Verfahren angestoßen haben, als es darum ging, über die Zukunft des ZDF-Fernsehrats zu sprechen. Ich erinnere mich daran, dass die Klage damals nicht von allen gleichmäßig freundlich aufgenommen wurde, oder die Klage damals Ankündigung, die aus der Grünen Bundestagsfraktion kam. Und ich glaube, es ist sozusagen ein Verdienst der Grünen Medienpolitik aus Berlin in dem Fall, die den ZDF-Fernsehrat in diese neuen Strukturen mit überführt hat durch das Urteil unseres Verfassungsgerichts vom 25. März 2014. Das muss jetzt umgesetzt werden, was da geplant wurde. Und eines ist natürlich, und da befinden wir uns alle auch in einem gewissen politischen Widerspruch, wenn ich das so offen sagen darf, ist natürlich klar, wenn man einerseits ein Gremium verkleinert von 77 auf 60 Personen und andererseits aber alle möglichen gesellschaftlichen Gruppierungen, zu Recht, wie ich finde, in Ihrem Fall, beantragten Fall natürlich sowieso, hineinbringen will, dann entstehen da gewisse Reibungen und natürlich auch Verteilkämpfe, was die Plätze betrifft. Und insofern kommt es jetzt darauf an, ob es gelingt, im Rahmen der Verhandlungen zwischen den Ländern hier noch eine konstruktive Lösung zu finden. Ich glaube, es ist hier im Hohen Hause allen klar, dass man Grünen weder im Landtag noch sonst wo in irgendeiner Weise erklären muss, welche Bedeutung LSBTTIQ sozusagen für unsere Gesellschaft hat, was diese besonderen sozusagen Umstände bedeuten, und dass es wichtig ist, dass wir hier gemeinsam als Gesellschaft uns öffnen. Insofern danke nochmal für den Hinweis, wie der CSD entstanden ist. Ja, das ist natürlich Geschichtsunterricht vom Feinsten, und manche brauchen den vielleicht auch noch, wir nicht.
Ich will zum Abschluss sagen, wir werden also der Überweisung zustimmen und wir wollen auf jeden Fall da mit dran drehen und dran rütteln, dass es noch zu Veränderungen kommt im Fernsehrat, weil es dem Fernsehrat in jeder Hinsicht gut tut. Ob das jetzt in jedem Falle auch gilt für die zweite Forderung des Antrags in Bezug auf die Bürgerrechtsvertreterinnen oder Vertreter, da bin ich etwas anderer Meinung. Wenn ich mich recht entsinne, ist durch ein Bundesland da schon ein Vorschlag mit eingebracht. Ich weiß nicht welches. Mecklenburg-Vorpommern, danke, Frau Ministerin. Und insofern ist das also ein Vorgang, der im Prinzip aus unserer Sicht nicht mehr entscheidend ist. Aber in Bezug auf LSB, TTI, Q, würde ich sagen, sollten wir uns gemeinsam stark machen. Und das ist ein Anliegen aller, nehme ich an, hier im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Kalmis. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Nückel. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, gestern war ja zu lesen, das ZDF startet eine neue Fehlerrubrik im Internet. In diese Fehlerrubrik gehören vielleicht Formulierungen des Antrags, aber auf jeden Fall Teile des Entwurfs zum neuen ZDF-Staatsvertrag. Denn man hat den Eindruck, wenn man es so liest, dass bei der Ausarbeitung das Motto galt, zu schauen, bis zu welche Grenze man denn beim Staatseinfluss dann doch gehen dürfe, anstatt zu untersuchen, wie der Einfluss der Staatsbank so gering wie möglich zu halten ist. Und deshalb ist die Frage, wie schaffen wir Platz für Vielfalt im Fernsehrat, auch ein bisschen grundsätzlich zu sehen. Denn was sagte doch das Bundesverfassungsgericht vor einem Jahr? Ich zitiere, das Grundrecht der Rundfunkfreiheit verlangt für die institutionelle Ausgestaltung des öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten eine durchgehende Orientierung am Grundsatz der Vielfaltsicherung und eine konsequente Begrenzung des Anteils staatlicher und staatsnaher Mitglieder in den Aufsichtsgremien. So sieht es das Bundesverfassungsgericht und so sieht es auch die FDP-Landtagsfraktion. Bei der konsequenten Begrenzung, glaube ich, sind Möglichkeiten bei dem Fernsehrat sicher noch ausbaufähig. Zwar soll rein theoretisch kein Mitglied einer Bundes- oder Landesregierung ihm mehr angehören, aber dann hat man da eine Ausnahme im sogenannten § 19a im Entwurf des Staatsvertrags geschaffen, wo es dann doch wieder zumindest in erheblichen Teilen beim Alten bleibt. Und insgesamt ist die Staatsbank auch nach wie vor viel zu breit. Da könnte man sicherlich einiges ändern, um den Interessen bzw. den Wünschen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen eventuell noch nachzukommen. Bei den Regelungen der Vertretung der gesellschaftlichen Gruppen kann man natürlich über die ein oder andere Akzentsetzung streiten. Ich frage mich zum Beispiel, wo genau der Unterschied zwischen dem Bereich Internet und dem Bereich Digitales liegt und warum ausgerechnet Berlin und Bayern dann auch noch für diese Bereiche im Fernsehrat zuständig sein sollen und warum aus dem Bereich der Minderheitensprachen, selbst die sind berücksichtigt, faktisch wohl immer nur das Nordfriesische vertreten sein wird und nicht etwa die sorbische Sprache, die von viel mehr Menschen gesprochen wird, aber eben nicht in Schleswig-Holstein, dass sie einen Vertreter der Minderheitensprache benennen sollen. Also solche Regelungen muss man dann auch erstmal den Menschen erklären, aber so haben es die Länderfürsten in ihrer üblichen Art und Weise miteinander ausgekungelt. Ob jetzt einfach der politische Mut fehlte, jemanden aus dem Bereich Schwulen- und Lesbenverbänden zu benennen, muss man offen lassen. Wie die Länder diese insgesamt 16 Vertreter jeweils auswählen sollen, wird im Staatsvertrag ja gar nicht festgelegt. Jedes Land muss da erstmal sein eigenes Beratungs- und Berufungsverfahren durch Gesetz regeln. Im Detail können wir diese vielen interessanten Fragen im Ausschuss ja nun wunderbar beraten. Deswegen stimmen wir der Überweisung zu. Für die FDP-Fraktion steht aber ein Kurs auch fest. Die Staatsbank muss auf jeden Fall kleiner werden. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Nückel. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Dr. Schwall-Düren. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Damen und Herren Abgeordnete, dem Antrag der Fraktion der Piraten ist aus meiner Sicht insoweit zuzustimmen, wie er die Feststellung fordert, dass der Bereich LSB-TTIQ unzweifelhaft untrennbarer Bestandteil unserer heutigen Gesellschaft ist. Und Herr Vogt hat das ja auch schon ausgeführt. Die Landesregierung hat bereits in ihrem Aktionsplan für Gleichstellung und Akzeptanz für und geschlechtlicher Vielfalt unter anderem vorgenommen, LSBB
TTI als Teil der gesellschaftlichen Kultur sichtbar zu machen und dies ja auch bereits insoweit umgesetzt, als eben die Landesarbeitsgemeinschaft Lesben in NRW e.V., Schwules Netzwerk NRW e.V., über die Novellierung des Landesmediengesetzes einen Sitz in der LFM-Medienkommission erhalten hat. Und auch das kann ich bestätigen, Herr Vogt, das werden wir dann auch im Rahmen der Novelle des WDR-Gesetzes ermöglichen wollen. Daher, das ist die logische Folge, werden wir uns im Länderkreis auch nachdrücklich dafür einsetzen, dass für eine Vertreterin bzw. einen Vertreter dieser Gruppe noch ein Sitz im Fernsehrat des ZDF geschaffen wird. Meine Damen und Herren, wenn Sie nun fragen, warum wir dies in der Vergangenheit nicht bereits getan haben und warum dieser Lebensbereich zunächst noch in Entwürfen berücksichtigt und dann doch nicht besetzt wurde, ist die Antwort die. Wir waren nach den Gesprächen im Länderkreis fest davon ausgegangen, dass dieser Lebensbereich durch ein anderes Land besetzt werden würde und haben dann im Länderkreis hart verhandelt, dass der für Nordrhein-Westfalen als bedeutender Medienstandort so wichtige Bereich Medienwirtschaft und Film aus NRW besetzt wird. Meine Damen und Herren, wenn Sie nun weiterfragen, und wie soll das dann jetzt gehen? Dies ist auf verschiedenen Wegen möglich. Die sind auch von Ihnen zum Teil schon angedeutet worden. Zum einen wäre es natürlich möglich, die Anzahl der Mitglieder des Fernsehrates zu erhöhen und zum Beispiel den Lesben- und Schwulenverband in Deutschland in den Kreis der nach § 21 Absatz 1 Staatsvertrag entsendeberechtigten Organisationen aufzunehmen. Ob Sie damit einverstanden wären, ob Sie das für sinnvoll hielten, steht auf einem anderen Blatt. Es wäre aber auch denkbar, dass eines der 16 Mitglieder aus den Ländern doch noch aus diesem Bereich entsandt wird, was natürlich einen Verzicht auf die Vertretung eines anderen Lebensbereichs zur Folge hätte. Schließlich ist in der Tat auch denkbar, den beiden großen Kirchen in Deutschland demnächst auch nur einen Vertreter statt jeweils zwei zuzubilligen. Ich möchte aber nicht verhehlen, was ich vorher zu bereits angedeutet habe. Bereits die bisherigen Gespräche im Länderkreis waren sowohl auf fachlicher als auch auf politischer Ebene sehr schwierig, da viele Länder nur bereit waren, das umzusetzen, was nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts als Minimum erforderlich war und ansonsten den gesetzgeberischen Spielraum auszunutzen. Meine Damen und Herren, soweit der Antrag Gleiches für den Bereich Menschen- und bürgerrechtliches Engagement mit einem Schwerpunkt auf Bürgerrechte in der digitalen Welt fordert, ist dem Antrag aus Sicht der Landesregierung nicht zu folgen. Nach dem von den Piraten beanstandeten Staatsvertragsentwurf ist bereits vorgesehen, dass der Bereich bürgerschaftliches Engagement durch einen Vertreter aus Mecklenburg-Vorpommern abgedeckt wird. Und zudem soll nach dem Entwurf ein Vertreter aus dem Bereich Digitales aus Bayern und ein Vertreter aus dem Bereich Internet aus Berlin entsandt werden. Herr Nückel, warum nicht? Aus der Gesamtschau ist dadurch eine Vertretung digitaler Bürgerrechte nach Ansicht der Landesregierung hinreichend gesichert. Und in diesem Zusammenhang möchte ich zur Klarstellung darauf hinweisen, dass das Bundesverfassungsgericht zwar festgestellt hat, dass die Zusammensetzung der Aufsichtsgremien der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten am Gebot der Vielfaltsicherung ausgerichtet ist. Das Gericht erkennt aber gleichzeitig auch an, dass es eine praktische Notwendigkeit gibt, die Sitzzahl in den Gremien begrenzt zu halten. Daher kann nicht jeder denkbare Lebensbereich Abbildung in den Gremien finden. Der Gesetzgeber hat laut Bundesverfassungsgericht einen weiten Gestaltungsspielraum für die nähere Bestimmung der Zusammensetzung der Gremien. Maßgeblich ist allein, dass die gewählte Zusammensetzung erkennbar auf Vielfaltsicherung angelegt und dabei geeignet ist, die Rundfunkfreiheit zu wahren. Dies ist trotz schwieriger Verhandlungen auch mit dem vorliegenden Staatsvertragsentwurf gegeben. Liebe Kollegen, Kolleginnen, Abgeordnete, um es aber nochmals deutlich zu sagen, wir werden uns im Länderkreis dafür einsetzen, dass der Bereich LSB, TTIQ, im ZDF-Fernsehrat
abgebildet sein wird. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Ministerin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich schließe an dieser Stelle die Aussprache, da keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen. Wir kommen zur Abstimmung. Ich erinnere gerne daran, dass die Fraktionen sich inzwischen darauf verständigt haben, den Antrag mit der Drucksachennummer 8108 nicht direkt abzustimmen, sondern an den Ausschuss für Kultur und Medien in der Federführung und in der Mitberatung an den Ausschuss für Frauen, Gleichstellung und Emanzipation zu überweisen. Die abschließende Abstimmung soll dann im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Jemand gegen dieses Verfahren? Enthaltungen beides nicht der Fall. Dann haben wir so überwiesen. Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt.